Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve. Und genau, ja, wir machen jetzt hier einfach mal weiter. Wir waren hier beim letzten Mal, haben wir ja die erste Folge gehabt, ne? Und ja, das ist ziemlich mysteriös hier. Wir waren in einem Theaterstück und ja, die Eve, die ist einfach ausgerastet und hat alles verbrannt und alle Zuschauer verbrannt. Und genau, wir haben beim letzten Mal hier die ganzen Räume erkundet. Und da würde ich sagen, ja, als letzte Aktion beim letzten Mal habe ich diese Tür hier oben noch offen gelassen. Ich glaube, dass sie da drin ist, Leute. Wir wollten sie nämlich verhaften, aber sie ist weggelaufen. Alle Leute hier, wie gesagt, sind verbrannt. Und dann gehen wir einfach mal da rein jetzt so. Unlock the door, ganz genau, Leute. Tür aufgemacht. Und ja, dann schauen wir mal, was die Cutscene so bringt. Oh, da ist sie. Oh nein. Okay. Doch. Okay. Hä? Ich bin wieder raus. Warum bin ich wieder rausgegangen? Nein, ich will die stellen. Los. Was soll das, du Frau? Warum hast du alle Leute verbrannt? Das ist stilvoll. Guckt mal da. So. Wir nehmen dich fest, Eve. I'm Melissa. No, I... Sie weiß nicht, wer sie ist. I am Eve. Okay. Ah, I'm getting hot. Also ist sie die Melissa anscheinend. Der Körper wird heiß. Okay. Nuclear domination has finally come to an end once and for all. Okay. What? Irgendeine Dominier... Ja. Cutscene. Ach du Scheiße. Das ist so Psycho. Oh Mann. Once again. Ja... Auf ein neues, liebe Eve. The day for the mitochondria to be free has finally arrived. Also die Mitochondrien werden freigesetzt. Okay, Leute. Alles klar. Kampf oder was? Ja, Kampf. Okay, Kampf gegen Eve, Leute. Okay, dann zack, zack. Es ist ja hier rundenbasiert, ne? Wir warten, bis der Balken voll ist. Ausweichen und draufschießen, komm. Und weiter und ausweichen. Ach du Scheiße. Boah. Boah, das ist schon krass, ja. So, drauf schießen. Oh mein Gott, ich muss mich gleich heilen, Leute. Oh mein Gott. Ah, ah, ah. Oh Gott, Leute. Dreieck. Nimm mal eine Medizin. Ah ja, oder? Ja doch, Medizin. Inventar ist eh voll. Puh, so. Wir sind wieder voll geheilt. Alles klar. Ah, ah. Ach, shit. Das kann man aber auch schwer ausweichen. Diese Zauber von hier. Okay. Wir haben's. Looks like you still need some time, girl. Okay. Sie meint, wir brauchen noch Zeit. Until your mitochondria is completely free. Okay. Mitochondria? What you're saying? I don't understand you. Oh, wieder eine Cutscene. Ah, die Krankenhausbetten wieder. What? Where is this? Is that the little girl I saw? No, it's... Mhm. Da kommt ein Arzt rein. Okay. Der Doktor? Wait. Das kleine Mädchen haben wir eben gesehen, ne? Also in der letzten Folge. Im Tunnel. Ganz genau. Und... Mitochondria to be free? Ja, ziemlich abgespaced, was die Eve da gelabert hat. Irgendwas von wegen, die Mitochondrien werden freigesetzt. Ja. Oh, da ist ein Loch, Leute. Da hat sie sich, glaube ich, drin verkrochen. Ne? So, Leute. Where did she go? Ja, wo ist sie hin? Spring rein, ah ja. Sie springt da mit ihrem Hochzeitskleid oder was das ist, da rein. Einfach mal so in ein Loch im Boden. Oh nein. Kanalisation, oh Mann. Okay, Leute, Kanalisation.
Wir müssen der Eve hinterher. Wow, von oben. Gegner. Was denn für Gegner? Drei Ratten. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Okay, na gut. Ausweichen. Eine schieß eine kaputt. Ausweichen. Boah, so. Ey, das ist geil. Das erste Mal von oben. Richtig geil. So. Viele Crit-Schuss dabei. Genau, Leute. Es gibt hier kritische Treffer. Die werden gelb angezeigt. Genau, Leute. Alle drei hatten einen kritischen Treffer. Und wir haben jetzt hier, schaut mal da, ein Level up. Parasite Powers have evolved. Scan. Analyze enemies, HP and weakness. Und wir sind auf Level 4. Sehr gut. Alles klar. Wir haben jetzt also einen neuen PE-Zauber. Und zwar einen Scan. Den zeige ich euch gleich mal beim nächsten Gegner. Das ist verdammt interessant, dieser Zauber. Der zeigt uns nämlich die ganzen Vitalparameter an. Genau jetzt, Leute. Genau jetzt. Oh, was ist das denn? Da ist ein Frosch, oh mein Gott. Okay, ein Frosch, Leute. Alles klar, dann weich mal aus und geh mal ins Menü. Mach mal PE und Scan. Auf den Frosch, bitte. Zack, schaut euch das an. HP 34. Okay, das jetzt wissen wir. Der Frosch hat 34 HP. Das heißt, der muss zuerst weg. So. Ah, shit. Hat nicht ganz gereicht, Leute. Aber jetzt zeige ich euch noch was. Und zwar, wir können hier die Ziele wechseln, Leute. Ganz genau. Wir können hier eine Kugel da drauf und eine Kugel hier drauf. Wenn wir wissen, dass der Frosch stirbt. Ganz genau, Leute. Und ja, das Kampfsystem hier ist mega genial. Ich feiere es immer noch ab. Und der hat immer noch getroffen. Ganz sehr gut, Leute. Weil man kann nämlich auch verfehlen hier. Und wieder ein Level up. Oh mein Gott. 18 Ammo. Ja, das ist... wir leveln schnell. Wie gesagt, Leute, man kann hier verfehlen, wenn der Gegner außerhalb der Reichweite ist. Jetzt genau, was haben wir hier? Eine neue Waffe. Schaut euch mal das Ding an, Leute. Die gucken wir uns doch direkt mal an. Ich habe da nämlich was gesehen, was ziemlich geil ist hier. Und zwar Dreifachschuss. Und schaut euch das mal an. Attack geht hoch auf 17. Range geht auf 60 hoch und Bullets, jo. Die nehmen wir. Und Leute, was wir hier noch machen können, war, glaube ich, wo war es denn? Wir können hier irgendwo die Waffen modifizieren, aber ich glaube, das kommt später erst. Gut, alles klar, dann nutzen wir die Medizin. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier die Treppe hoch. Weil wir wollen ja alles mitnehmen hier, ne? Ja, Leute, wie gesagt, freut mich, dass ihr immer noch dabei seid hier beim guten alten Parasite Eve. Wie gesagt, der Vorgänger vom zweiten Teil ist verdammt interessant. Und hier hinten ist eine Kiste und Gegner. Was denn für Gegner? Zwei Ratten. Okay, Leute. Zwei Ratten, alles klar. Dann weich mal aus und... passt das? Das passt sehr gut. Und dann einfach abwarten, bis dieser ATP-Balken voll ist. Und der hat Dreifachschuss. Die Waffe sieht ja richtig geil. Oh! Zweimal Revive. Der Revive, Leute, das ist ein richtig geiles Item. Wusste ich gar nicht, dass es die hier gibt. Restores life when you die. Ja. Falls wir nämlich sterben sollten, Leute, macht der Revive uns wieder lebensfähig. Ganz genau, das ist eine Wiederbelebung. Wusste ich gar nicht, dass es das hier zweimal gibt, oh mein Gott. Okay, und die Kiste ist unten, alles klar. Cooles Secret, Leute. Wusste ich gar nicht. Habe ich in dem Let's Play auch gar nicht gesehen. Krass. Okay. Hat sich also gelohnt, der Weg hier nach oben. Ja, und falls euch noch was aufgefallen ist, unsere HP sind mehr geworden. Schaut mal. Wir haben jetzt 67 HP. Wir haben mit 45 angefangen. Das heißt, wir haben schon 22 mehr HP bekommen durch unsere Levelei. Ganz genau, Leute. Und... ja, dann gehen wir mal hier hinten hin. Oh. You're the little girl I saw at the theater. Are you lost? Ja, die haben wir doch schon mal gesehen, ne? Fragt sich, ob sie sich verlaufen hat, aber sie rennt einfach weg. Wait, little girl, don't go. Das bringt nichts, Eier. Die läuft trotzdem vor dir weg. Ah, das ist... ja, das kleine Mädchen, das ist... ja, mysteriös mal wieder. Und...
kann euch sagen, das Spiel lohnt sich wirklich. Also bleibt einfach dran. So, hier hinten ist doch eine Kiste. Ich will diese Kiste auf. Ganz genau. Offense plus 1. Genau, Leute. Richtig geil. Mit den Plus-Items hab ich ja beim letzten Mal erklärt. Das macht den Angriffswert hoch. Genau. Um 1. Und hier auf der linken Seite war auch noch eine Kiste. Da ganz hinten. Genau, Leute. Medizin 1. Sehr schön. Nichts verpassen hier. Nein, nichts verpassen. Und ja, wir wollen jetzt eigentlich einfach nur noch hier raus, ne? Und dem kleinen Mädchen hinterher. Und hier unten ist aber noch eine Kiste, Leute. Schaut euch das an. Da ist noch eine Kiste. 6 Ammo. Ja, okay. Ammo ist immer gut. Alles klar. Gut. Ach du Scheiße. Hier kommen bestimmt Gegner. Ja, ich wusste es, Leute. In so einem großen Bereich kommen immer Gegner. 2 Frösche. Okay. Ja gut, aber die kann ich jetzt mit einem Mal... Ah, lad nach. Nicht mit einem Mal, gut. Aua. Ey, du schleck mich nicht ab hier. So, zack. Und das Ziel gewechselt. Zack. Genau, Leute. So, wir können jetzt nämlich dreimal schießen durch die Waffe. Seht ihr das? Nur die muss halt manchmal nachladen. Das ist dann ein bisschen doof, aber passt schon. Wir haben wieder ein Level up. Seht ihr, jetzt haben wir 72 HP. Wir haben mehr HP bekommen, Leute. Ja, es geht am Anfang noch relativ schnell mit dem Level up. Aber ja, das wird mit der Zeit ein bisschen langsamer. So, hier drin ist, glaube ich, das Tor, ne? Oh, Moment. Das habe ich jetzt gerade überlesen hier. Die hat irgendwas gesagt von wegen, wo ist Eve hin? Das Tor ist zu. Ganz genau, aber dafür sehen wir hier links, einen Schalter. There's a switch in the emergency phone. Okay. Ein Schalter oder ein Phone? Das machen wir erstmal das Telefon, Leute. Einfach mal speichern. Ja, Select Slot. Es hat wieder nicht gespeichert. On. 46 Minuten. Ich werde auch wieder hier einen Safe State setzen. Weil das klappt irgendwie nicht immer so gut mit meinem Speichern. Oh, jetzt ist da so ein grünes Licht. Okay. Gut, dann press the switch. Mach's auf. Genau. Leute, jetzt ist hier das Tor auf und wir können rein. Und ja, Leute, ich hoffe, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Da ist sie, Eve. Oh mein Gott, da ist die Zippe wieder. Ja, die hat sich verwandelt schon. Hold it right there. My body's getting hot again. Oh, sie schwitzt wieder. Aya is ready to take me on just by herself. Well, even if you did have more people with you, they'd just burn, right? Genau, also alle anderen würden ja verbrennen, nur sie nicht. Everyone else but you, you are... Tja, wir sind immun. Wir sind immun, liebe Eve. Tell me, Eve. Why? Why me? Why am I the only one? Ja, sie fragt sich, warum sie die Einzige ist. Und Eve sagt dann, you'll find out eventually. Eventuell findest du es heraus. Ja, ist schon mysteriös. Even if you don't understand, don't worry. Your mitochondria will. They've always known. Okay. I'm going to give you some time. Some time to think and some time to evolve. Um dich zu entwickeln, okay. And the day shall arrive when you will awaken. Okay. Wir wachen also irgendwann auf. Sehr interessant. Die Eve, ey. Das ist schon eine Cutscene. Sieht aber hübsch aus. Noch. Noch. Ja. Ja, klar. Oh. Oh, das ist ein Endgegner, Leute. Der erste Zwischenboss.
Oh, genau, Leute, jetzt wird's interessant. Ja, wie ihr seht, Eve kann sich dematerialisieren. Oh, schaut mal. Der hat zwei Targets. Das sind also zwei Ziele. Okay. Ja, dann. Nein, 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 Moment. Erst den Kopf oder erst den Schwanz? Mach mal auf den Kopf, komm. Ein Schaden. Dein Ernst, Eier? Achso, was macht er? Oh, okay, Penner. Gut, dann schießen wir auf den Schwanz. Machen wir da machen wir mehr Schaden. Aua. Oh Gott, da habt ihr mal einen Miss gesehen, Leute. Ein Miss, das heißt, wir haben verfehlt. Weil es aus der Range gegangen ist, ganz genau. So. Einmal kurz geheilt. Oh. Oh Gott, hier ist irgendein Soundbug gerade drin. Das ist schade, Leute. Hier ist ein Soundbug drin. Oh Gott. Okay. Ich mach mal kurz Pause und lad mal jetzt mal nochmal diesen Safe Stat. Ja gut, der Soundbug ist immer noch da. Egal. So, komm rein hier, los. Ach du Scheiße. Okay. Mach mal kurz ein Item benutzen hier. Medizin 1. Oh Mann, hier ist ein Soundbug. Das ist gerade... Das macht es nicht so einfach jetzt gerade. Okay, mach diesen Schwanz kaputt. Hä? Ich kann mich nicht... Hallo? Oh. Okay. Oh Mann, Leute. Ah, es geht weiter. Okay, alles klar. Den Schwanz, den haben wir gekriegt. Jetzt ist nur noch ein Ziel. Der Soundbug nervt. Oh Gott, was ist das denn? Och, du Scheiße. Okay. Ah, shit, er ist außerhalb der Range. Da habt ihr gerade mal eben wieder einen Mist gesehen. Alles klar. Leute, weit und wir können wieder schießen. Ah, weicht aus. Ach, du Scheiße. Oh Gott. Das macht schon Spaß, ja, muss ich sagen. Du schießt den ab. Los. I. Das ist irgendwie ein Krokodil oder so, ne? Sehr interessantes Vieh. Muss ich sagen. Und der stellt verdammt viel aus. Er ist halt ein Zwischenboss, ne? Boah, 25 Schaden. Und wir haben es. Wieder ein Level-Up. Und Parasite... Und wir haben einen neuen Zauber. Slow. Slows Enemies. HT Recharge. Und wir haben eine neue Weste. Shit, dieser Grafik-Bug ist immer noch da. When I will awaken, just tell me what you want, Eve. Oh, können wir jetzt mal bitte... Oh, dieser Grafikbug. Beziehungsweise Soundbug. Ja, toll. Jetzt haben wir hier die ganze Zeit dieses Geräusch im Hintergrund. Ja, super. We're live in front of Carnegie Hall, which has become a scene of complete chaos. Das ist ein Reporter also. Hm? Miss, you are the sole survivor of this horrible ordeal. Korrekt? Wir sind also die einzige Überlebende. I... Boah, dieser Sound. Until now, this combustion theory has been acknowledged only by occult enthusiasts. Please just leave me alone. Ja, die wollen die ausfragen. This incident happened to the place on Christmas Eve of all nights. I would like to represent the citizens of the city and interview you exclusively. Die wollen die interviewen. Okay. Was war das denn für einer, okay? Ja, lass sie in Ruhe. Are you crazy? Jim, did you get that on tape? Hast du es aufgenommen? Scram, buddy. Daniel. Hä? Sorry, I'm late, eh? Ach, das ist ein Kollege. Ein Polizeikollege. Geht jetzt bitte dieser Sound weg? Och, Leute, nee, Moment. Wisst ihr was? Ich werde jetzt noch mal ganz kurz was... Nee, irgendwie... Moment. So, da bin ich wieder, Leute. Ich krieg diesen Sound leider nicht weg. Das ist irgendwie doof gerade. Aber, ja gut, ich hoffe, wenn Musik kommt, dann... Ja, geht dieser Sound hoffentlich weg. Okay. Dieser Daniel, also dieser Daniel, der hat jetzt gerade die Eier abgeholt. Und das ist ein Polizeikollege, alles klar. Gut, Leute. Are you okay? That was really something that happened back there. Ja, also der fragt sie gerade, ob sie okay ist. Yes, but my date.
Heard from a cop that your boyfriend ran out of there like a wuss. Er ist einfach abgehauen. Sorry, your date didn't go well. Ja, das Date ist nicht gut verlaufen. It's not like that. I hate him escort because he kept pestering me for a date. Okay, also der hat sie einfach bedrängt, dahin zu gehen. Okay. Yeah, but of all places, the opera? There's a story. Ha. So why the opera, huh? Is that the in thing right now? Saw the ad in the paper, I don't know, it caught my eye. Okay. Also der wundert sich gerade, warum die ausgerechnet in die Oper gefahren sind. Don't tell me you were on to this case. Yeah, so you finally got some cop instinct in you, huh? Instinct? Shouldn't you be with your son? Daniel, shouldn't you be with your son? It's Christmas Eve. Ja, er sollte eigentlich bei seinem Sohn sein an Weihnachten, ja, eigentlich schon. He knows his dad is a cop. My boy understands. Anyway, to change the subject, I heard things from people who were there. But this is one hell of an incident, huh? Ja, der kann nicht bei seinem Sohn sein, weil er arbeiten muss. Und ja, dieser Incident, dieser Zwischenfall, der war schon heftig. Mitochondria. Mitochondria? Symbiosis. When was I in the hospital? Ich frage mich gerade, wann sie in einem Krankenhaus mal war. Hey, ja. You asleep? Oh, well. Don't blame you, after what you've been through tonight. Ah, sie ist dazu eingeschlafen, okay. Kann jetzt endlich mal dieser Soundbug weggehen? Bitte? Gott sei Dank, der Soundbug ist weg. Sehr gut. Cutscene, Leute. It all started with this incident. 6 days that were to become a nightmare for all. People will eventually forget and go on with their lives. Es hat also alles damit angefangen. Okay. But I will never forget it. It was pure terror. What? It was also 6 days filled with familiar memories. Okay. Also Erinnerungen an diesen 6 Tagen. Ja, sehr verpixeltes New York. Aber es ist halt ein altes Spiel. Was will man da erwarten? Gut, Leute, wir haben jetzt, glaube ich, noch 22 Minuten. Und wir sind jetzt in Tag 2 Fusion. Ja, speicher das mal bitte. Ich glaube, wir haben hier zwar eh keinen... Ja, wir haben mal wieder keinen Speicherplatz hier, ne? Warum auch immer, ich verstehe es nicht. Okay, dann... So. Dann gehen wir mal in Tag 2, Leute, Fusion. Das Spiel hat nämlich 7 Tage. Ah, schaut mal, wir sind jetzt in diesem Polizeirevier. Daniel... Hey, you okay? You ought to be resting. Solltest dich ausruhen. Wish I could, but I'm the only one who knows what happened last night. Ja, das stimmt, sie ist die Einzige, die weiß, was da abging. I've been gathering some info on Melissa. She's got no relatives. Melissa hat also keine Verwandten. And no close friends. She was sick, often, always. Often to always. On some kind of medication. Ja, sie hat Medikamente genommen. The people at the opera said they were amazed she could even stand on stage. Her apartment burned down right after the incident, so we have no info on her medication. Ihre Wohnung ist also abgebrannt und deswegen haben sie keine Informationen über die Medizin. Okay. Nix. Der Typ ist ja geil. So what's this spontaneous combustion stuff all about? Ich weiß gerade, worum es geht. It wasn't exactly spontaneous. People were actually set on fire. Es war nicht spontan, die wurden einfach abgebrannt. Warner, noch einer. Oh, come on. What, like, one of those ESP things? Keine Ahnung, was ESP heißt. That's the best way to describe it for now. ESP, huh? Well, I'm not buying it. Ich glaube das nicht. But if you are right, how are we supposed to deal with something like that?
Ja, wie können wir damit umgehen, ne? I believe, after all, I am the only one witness so far. But if you're gonna take on a suspect like that, you'd better ask Baker for a better sidearm. Ja, wir können Baker nach einer besseren Waffe fragen. Da ist er als unser Boss. I read your report. Still hard to believe, but we can't deny all those deaths. Ja. We are going to go all out to solve this case. Make sure you're well equipped. Wir müssen diesen Fall lösen und wir kriegen jetzt neues Equipment, okay. Go down to the weapons department and give this permit to Torres. He'll help you out. Aha, eine Mod-Permit haben wir uns von unserem Chef bekommen. Okay. Sagt er noch irgendwas zu uns hier? Genau, Leute, wir müssen diesen Fall untersuchen. Oh, come back later. Na, ist klar. Wir sollen also später wiederkommen. Okay. Chefbüro, liebe Leute. Und ja, da würde ich mal sagen, gehen wir mal direkt mal hier raus. Es wird jetzt nämlich ein etwas ruhigerer Part, Leute, weil wir sind im Polizeirevier angekommen. Und hier im Polizeirevier passiert erstmal nichts. Genau, Leute, hier sind die ganzen Leute von gerade. Hier dieser Nix. Ich glaube, die sagen aber nichts mehr, ne? But if we are right, how are we supposed to deal with something like that? Ja, okay. Er hier sagt auch nur, ne? ESP, huh? Well, I'm not buying it, ja. Und er hier? I believe her, after all. Ja, 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 ist okay. Gut. Die sagen also nichts mehr zu uns. Okay, dann gucken wir uns erstmal hier um, Leute. Darf ich bitte hier durch? Das ist nämlich unser Büro hier, Leute. Unser Polizeibüro. Und wir können hier speichern. Save your progress. Dann macht das mal bitte. Telefon. So, haben wir jetzt hier einen Speicherpunkt. Wir haben einen Speicherpunkt. Okay, gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, nochmal Save State kurz. Und dann gucken wir uns nochmal hier um, ob es hier noch irgendwas gibt. Moment, ich muss mal gerade. So. Ob es hier noch irgendwas gibt hier. Einfach mal gucken. Nö, sieht nicht so aus. Okay. Ja, sonst würde es ja auch blinken. Ne? Gut, dann müssen wir hier raus, Leute. Wir müssen uns eine Mod-Permit unten bei Torres abgeben. Gut. Dann gehen wir hier raus aus dem Büro. Richtig cool gemacht. Also das Spiel hat wirklich... Das hat was. Ah, jetzt sind wir hier nämlich in diesem Polizeirevier, liebe Leute. Ah, schaut mal. Da sind auch zwei Polizisten schon hier. Okay. Sagen die irgendwas zu uns? Ah ja, you should better put on your vest too. Can't be too careful. Gut, dass du sagst, Kollege. Wir haben ja beim letzten Mal eine Weste gekriegt bei ihm, ne? Moment, beim Endgegner haben wir doch hier eine Weste gekriegt. Moment. Change Armor. Hier genau, diese KV-Weste, Leute. Ah, schaut mal da. Die haben nämlich. Die hat nämlich. Defense-Wert geht hoch auf 20. P-Energie geht hoch. Und die Critical Chance geht aber runter. Hm. Nehme ich aber. Ist in Ordnung, Leute. Dann kann dieser N-Protektor nämlich weg. Genau, Leute. Die Waffe. Dann haben wir ja diese und diese. Ich glaube, die Waffe lasse ich erstmal. Danke für den Tipp mit der Weste, Kollege. Sagst du irgendwas? At least it's mine. Was? Irgendwas gehört ihm, okay? Und der geilt sich daran gerade auf. Alles klar. Gut, können wir hier Schränke aufmachen? In diesem Raum. Können wir tatsächlich... Oh! Schaut mal da, Leute. Eine Weste mit einem Zauber. Die schauen wir uns doch direkt mal an. Was hat sie denn? CM-Weste. Oh. Da gehen die Werte aber ganz schön runter, ne? Auto. Was ist denn dieses Auto-Ding? Uses Medicine when HP is low. Ah, nee, 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 Leute. Das brauche ich erstmal nicht. Kommen wir später noch drauf, weil wir können hier die Westen auch zusammenfriemeln. Das heißt, diese Weste, die hat da jetzt nämlich einen Zauber, diesen Autozauber. Der ist dafür da, dass Aya automatisch Medizin benutzen würde, wenn sie sterben würde. Aber dann müsste ich die Weste anziehen und da würden die Werte runtergehen. Das will ich nicht, Leute. Deshalb, ja, lasse ich das erstmal. Lass den Autozauber erstmal Autozauber sein, bis wir die Westen ja, zusammenfriemeln können. Inventar ist voll. Ja, toll. Haben wir hier irgendwas, was ich nehmen kann?
Nö, aber wir können hier bestimmt irgendwas wegschmeißen, oder? Moment. Diesen Endprotektor, den können wir doch wegschmeißen. Ganz genau, Leute. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Medizin 2. Eine stärkere Medizin, Leute. Haben wir hier noch irgendwas drin? Ja, der freut sich wieder über irgendwas. Okay. Alles klar, dann können wir ja wieder hier raus aus dem Locker Room. Und ja, das wird jetzt alles ein bisschen entspannter hier. Exit. Ne, da wollen wir noch nicht raus. Was ist denn hier mit ihr? Kathy. The Weapons Department. You didn't hit your head last night, did you? It's right downstairs. Okay. Die denkt also, wir hätten sie nicht mehr alle, weil wir vergessen haben, wo das Weapons Department ist. Okay, Leute. Ich möchte erstmal hier hinten her. Da geht's hoch. Schauen wir doch mal, was da oben ist, Leute. Was haben wir denn hier? Hallo? Oh. Was ist das hier? Sorry, only authorized personnel allow pass here. Hier darf ich also nicht rein. Was? Was? That's the rule, ma'am. Sorry. Okay, was haben wir denn hier? Zellen anscheinend, ne? Darf ich nicht rein? Okay, noch nicht. Ich glaube, hier komme ich später noch rein, ja. Okay, also wir haben auch noch nicht alle Rechte. Okay, was haben wir hier? Hier ist noch ein Zimmer. Genau, Leute. Hier ist noch ein Raum. Schauen wir uns den nochmal kurz an. Oh, schaut mal hier. Das ist so ein Besprechungsraum hier. Mit ganz vielen Stühlen mit Minitischen. Naja, gut, okay. Dann wollen wir mal weiter. Gibt's hier irgendwas? Sagt sie hier irgendwas? Ich glaube, die sagt nichts, wenn wir da nicht. Wenn wir da dran gehen. Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt zum Weapons Department. Da freue ich mich schon drauf, Leute. Da freue ich mich wirklich drauf. Wir haben noch 7 Minuten. Das machen wir noch eben. An dieser Frau hier vorbei. Und hier runter, ganz genau, Leute. Hier runter. Und, ui, ganz viele Türen hier wieder. Zum Erkunden. Also diesen Sachen, da sagt sie nichts. Okay, das war im zweiten Teil. Das war im zweiten Teil cool, dass sie da immer was gesagt hat. Aber hier. Auf Reichspersonal. Ach, da darf ich nicht rein. Darf ich hier überhaupt rein? Habe ich hier überhaupt was zu sagen? Ja, Aya war ja am. Aya Brea war am Anfang nicht so. Nicht so wichtig. Hey, du da. Wish I could give her a nice Christmas dinner. Dem hier? Die Hunde? Ach, die Hunde sehen geil aus. Schaut mal. Die sehen geil aus. Was? Ach Mensch. Ich will's lesen. Was? I love to just watch them. I always come here after my shift to relax. Ah, ja. Hunde sind, können auch ziemlich entspannt sein. Wobei ich Katzen lieber mag. Auch der Tatsache ist schuld, dass wir selber eine Katze haben. Aber gut. Gut, der guckt sich also nur die Hunde an hier. Gibt's hier gar nichts? Gar nichts? Ja, okay. Dann auch nicht hier? Nö. Gut, okay. Aber finde ich cool, dass wir das schon mal erkunden können, zumindest. Alles klar. Dann bleibt hier eigentlich nur noch... Moment, geht's hier weiter noch? Bleibt eigentlich nur noch dieses Zimmer hier. Alles klar, dann. Ah ja, rein da. Oh, genau, hier hört die Mucke auf. Hm, schon mal gut. Da ist schon mal eine Kiste. Was haben wir da? Dann lass mal eine Medizin. CM-Weste? Ah, nee, okay. Ein Tool. Ach, genau, Leute, ich erinnere mich. Das wird verdammt interessant gleich mit diesen Tools. Ja, damit kann man, glaube ich, Waffen zusammenbauen, ne? Machen wir nochmal eine Medizin 1 da rein. Medizin 1 für Medizin 1, ja super. Toll. Oh, schaut euch das mal an da, Leute. Schaut euch das mal an, die ganzen Waffen da. Oh mein Gott, will ich haben, Leute. Gib her. Was ist hier? Auch nichts, komme ich nicht rein. Okay, ich muss, glaube ich, mit diesem Typen da reden. Mein Inventar ist voll. Hallo, kannst du mir helfen? Wayne. Hey there, good looking. Cut the crap, Wayne. Der versucht sie anzumachen, okay? Where's Torres? That baldy? Who knows? So what'll it be? Shotgun? Rocket launcher? Oh ja, bitte. Wayne!
Yelf? Ach, da ist der Torres. Ja, der macht ein bisschen Quatsch. Idiots like you are the person why guns won't disappear from this country. Genau wegen dir, wegen solchen Idioten wie dem, werden die Waffen nicht verschwinden. Get your ass back to weapon storage. You're far from ready to be handling guns in there. Okay, okay. Zurechtgewiesen, okay. Das ist also der wahre Chef hier. Okay. Ja. Um ihn geht's also, okay. Torres, I need some equipment. Ich brauche Equipment. For last night's case? Heard it was quite a mess. But as long as cops rely on guns, criminals will too. It's a vicious cycle. I had to hand a weapon to a young cop like you. But I hear this isn't your ordinary crook. I guess I can send you off empty-handed. Der kann es also nicht mit leeren Händen hier wegschicken. Say, you can't carry any more equipment. Wayne! Take some of her things and put them in storage. Yeah, yeah. You have something to say, officer? No, 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 sir. So you wanna leave something here? Oh, bei dem können wir hier also ein paar Sachen einlagern. Das finde ich gut, Leute. Aber was können wir denn bei dem einlagern? Diese M84, glaube ich, die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Gut, diesen Club hier. Ah, dürfen wir nicht. Warum dürfen wir das nicht? Okay. KMCM. Nö, ansonsten brauchen wir nichts. So. Okay. Here, this is the most powerful gun I can allow you to have. Oh, eine M16. Oh mein Gott. Captain Baker already notified me. Show me your modification permit again. Ah, der will jetzt also die Mod-Permit von uns haben. Die Waffe ist richtig geil, Leute. M16, das ist ein Maschinengewehr. Hier, Mod-Permit. Which gun? Hier? Ah, wir können einen Slot hier adden, Leute. Einen Slot. Ja, dann machen wir das mal mit der. Wir können nämlich, da seht ihr da rechts, diesen schwarz-weißen Balken. Da können wir einen Slot für einen Zauber freischalten. Da würde ich sagen, machen wir das mal. So. Alright, just wait here. Der baut unsere Waffe jetzt gerade um. Okay, Leute. Also mit All Set, fertig. But remember, cops own guns for protection. Don't let the guns own you. Ja, ja, wir müssen aufpassen, ne? So. Psst, don't tell Torres, but you can use your tool to tune up your guns. You can rearrange equipment parameters and add effects to tweak your equipment. I can show you some cool tune-up techniques. Ah, jetzt kommen wir hier so ein bisschen in das Waffensystem rein, Leute. Schaut mal, Tune-Up-Icon. Okay. Using the tool item you can add or remove parameters and added effects on your weapon or armor to create... Ja, ich glaube, das habe ich euch schon beim letzten Mal erklärt, dass wir hier die Waffen verändern können. Das ist verdammt interessant. You got it? Trust me, you can never have too much firepower. Of course, can't use them without bullets, so better make sure you always have your club. Just in case, you know. Now, why don't you leave the stuff you don't need with me? He's got junk. nee, im Moment haben wir nichts, was wir ihm geben wollen. Ich möchte allerdings jetzt ein Tool benutzen hier. Ah, schaut mal, Leute. Hier unten haben wir noch ein Tune-Up Weapon Armor. Genau, Leute. Wir haben nämlich Tools und mit diesen Tools können wir entweder Waffen modifizieren oder eine Weste. Ich würde sagen, ich schmeiße aber diese M19 hier weg. Weil die hier ist definitiv besser. Und nehmen wir es mal hier. Schaut mal da. Plus 1, plus 3. Diese beiden Plus, Offense-Plus-Teile, die wir beim letzten Mal gesammelt haben, können wir jetzt hier machen. Und wir können uns jetzt hier diese Sachen hier rausziehen. Oder den Dreifachschuss.
Ich glaube, ich nehme den Dreifachschuss, genau. Dreifachschuss wird verschoben und die Waffe wird verloren gehen. Ja, okay, das nehmen wir so. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, ich gucke, hab auf die Uhr geguckt. Ja, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, ich mache jetzt erstmal Schluss. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich sagen, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.